Meine Damen und Herren, Sie hören gleich den Czardasch Klänge der Heimat aus Johann Strauss' Operette Die Fledermaus. Wir befinden uns im zweiten Akte des Stückes beim Fest des Prinzen Orlowski. Alle Figuren des Stückes sind hier versammelt unter falschen Namen, inkognito, um hier das auszuleben, was ihnen im bürgerlichen, alltäglichen Leben versagt ist. Unter ihnen auch Rosalinde von Eisenstein. Sie ist als ungarische Gräfin verkleidet und als Zweifel an ihrer Identität aufkommen, sieht sie sich gezwungen, diese zu entkräften. Wie macht man das am besten? Indem man ein typisch ungarisches Lied singt, ein Czardasch, eben diese Klänge der Heimat. Die Klänge der Heimat singt bei uns für Sie heute Florina Stucki, Sopranistin in unserem Ensemble seit 2018 und hier auch schon in einigen sehr wichtigen Rollen zu erleben, so als Konstanze in Die Entführung aus dem Serail und als Donna Anna in Mozarts Don Giovanni. Am Klavier wird sie begleitet von unserem musikalischen Headcoach John Parr. Oh,
Lebenslust, schwört euch junge Brust, Herz und Brust.